Hallo an alle. Mein Name ist Martin Joeff und ich begrüße euch zu Unlimited Art Talk, eine Gesprächsreihe im Rahmen der Ausstellung Narani at the Limit, am Limit, die aktuell in der Kunsthalle Bratislava zu sehen ist. Wir wollen euch in dieser Gesprächsreihe einige Künstlerinnen vorstellen, die an dieser Ausstellung beteiligt sind. Heute haben wir den Künstler Falk Nordmann zu Gast. Hallo Falk. Hallo Martin. Falk, du zeigst in der Ausstellung Am Limit ein Konvolut an kolorierten Zeichnungen mit dem Titel Stereo. Bitte erzähl uns doch, woraus diese Installation zusammengesetzt ist. Ich spiele mal ein Foto ein. Ah ja, das ist die Ausstellungsansicht. Das sind Papierarbeiten, die auch schön als Papierarbeit ungerahmt gezeigt werden in der Ausstellung. Und konkret sind das 36 Doppelzeichnungen, 72 Einzelblätter auf Büttenpapier gezeichnet. Zur Technik, das sind Monotypien auf der einen Seite und Originalzeichnungen in Anführungszeichen auf der anderen Seite. Das heißt, während des Zeichnens mit der Tuschefeder lösche ich die Zeichnung mit einem zweiten Büttenblatt immer wieder ab und habe dadurch einen perfekten Abdruck. Das muss man halt kontinuierlich machen. Man kann nicht erst das eine fertig zeichnen und dann ablöschen, dann ist die Tusche getrocknet, sondern man muss es während des Zeichnens immer wieder drauflegen, ablöschen, drauflegen, weiterzeichnen, ablöschen und so weiter. Hier sieht man mal so einen Detailblock aus diesem Block. Dazu kann ich erzählen, dass die Zusammenstellung dieser Doppelzeichnung variabel ist. Das heißt, so wie das jetzt hier zu sehen ist, muss das nicht zwingend sein. Man sieht jetzt auch hier ganz schön, dass es in diesen Doppelzeichnungen wieder Kontaktstellen zu den jeweils anderen Doppelzeichnungen gibt. Das heißt, alles zusammen ergibt ein Bild und die Zeichnung an sich besteht jeweils aber aus zwei Bildern, nämlich den Doppelzeichnungen, die ich, wie gesagt, erst mit Tusche gezeichnet und dann mit Aquarell koloriert habe. Also mich persönlich hat an diesen Zeichnungen diese Thematisierung der Bildgrenze sehr fasziniert. Die Bildgrenze selbst wird also zu einem entscheidenden Faktor für die Gestaltung. Was hat es damit auf sich? Ich zeige mal ein. Ja, du kannst mal ein Detail zeigen, genau. Das kann man ganz schön sehen an den Details, wenn du jetzt nochmal zum zweiten Detail switcht. Ja. So. Und dann nochmal zurück, dann lässt sich das vielleicht direkt nachvollziehen. Das sind halt die exakt gleichen zwei Blätter jeweils, die aber entweder links- und rechtsseitig oder rechts- und linksseitig zueinander neu zusammengestellt werden. Und dann logischerweise eben auch einen komplett anderen Space, eine andere Form und so man möchte eben auch eine andere Narration, eine andere Erzählung ergeben. Das heißt, das Bild besteht ja im technischen eigentlichen Sinne aus einer sogenannten Originalzeichnung, das, was ich halt zeichne, während ich das produziere und das, was ich ablösche, also dem Abdruck. Wir haben natürlich diesen Fetisch von Originalzeichnung und Abdruck und so weiter in der bildenden Kunst aus Marktgründen, aber auch aus anderen Gründen etabliert. Das unterlaufe ich jetzt hier ein bisschen, indem ich sage, dass beides zusammen eigentlich erst das Bild ergibt. Und das Bild ergibt sich eben auch immer aus der Zusammenstellung bzw. Gegenüberstellung der verschiedenen Elemente dieser Zeichnung. Ich zeige nochmal ein weiteres. Ja, das ist ganz schön, glaube ich, um zu zeigen, dass beim ersten habe ich ja sehr figurativ, also tatsächlich die Narration oder diesen erzählerischen Aspekt forcierend gearbeitet. Und bei der Geschichte kann man jetzt, wenn man möchte, beziehungsweise es ist bei vielen Leuten fast nicht zu vermeiden, auch eine Art von Figuration erkennen, so eine Art von Känguru-Mensch-Hybridwesen. Aber im Vordergrund steht halt hier diese Raumimagination. Das heißt, durch recht einfache zeichnerische Mittel wird ein Raum evoziert, der sich auch unterschiedlich öffnet oder schließt. Und zwar beides simultan jeweils in der verschiedene Zusammenstellungen. Also es ist nicht so, dass das eine sich nur öffnet und das andere sich nur schließt. Es gibt einfach verschiedene Aspekte des Aufeinanderzubewegens und voneinander wegbewegens. Und was mich daran interessiert, ist halt diese Idee des Originals aufzulösen und zu sagen, dass also die eigentliche Zeichnung erst dann wirkmächtig wird, wenn sie quasi mit ihrem Gegenpart nicht nur gedacht, sondern in dem Fall richtig sichtbar in Kontakt steht. Also das heißt, es ist ja eigentlich eine Binse, dass nirgendwo eine Arbeit solitär im
leeren Space existieren kann. Die funktioniert immer nur über Bezugsrahmen, Bezugspunkte, über das letztendlich auch, wie sie und wo sie gezeigt wird, wie sie und wo sie gemacht wird, wer sie macht, wer sie nicht machen darf vielleicht auch. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das sind sozusagen Bereiche, an denen ich arbeite. Das heißt, die Bildgrenze ist immer ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Art von Arbeit. Generell aber sowieso. Ja. Ja, du legst deine Zeichnungen ja sehr oft in Gruppen oder in Konvoluten an. Motive werden dabei variiert. Sie kommunizieren als Varianten miteinander oder als Möglichkeitsform. Ich würde gerne noch mal eine weitere Arbeit zeigen mit dem Titel Schlechte Wegstrecke. Wie stehst du zu diesen Varianten? Was bedeuten sie für dich? Das ist im Prinzip das, was ich vorhin schon so ein bisschen erzählt habe, auch die Idee, diese Original-Einzelzeichnung quasi, also die Meisterzeichnung, wie man früher gerne auch sagte, aufzulösen und zu sagen, das, was zeichnerisch oder bildnerisch interessant ist, ist eigentlich, wie die Dinge in Kontakt zueinander stehen, wie die kontextualisiert werden, wie die sich berühren. Das schließt natürlich die Sorgfalt oder auch das Interesse an dem Einzelblatt überhaupt nicht aus. Das ist ja in dem Sinne kein Gegensatz, sondern eher ein Versuch, diese Aspekte explizit in der Arbeit zusammenzuführen. Hier bei Schlechte Wegstrecke finde ich, genau, das ist nochmal so ein Detail. Die Arbeit ist älter als Stereo und in der frühen Form habe ich eben auch schon mit der Monotypie gearbeitet, habe das aber dann teilweise eben usurpiert. Also wenn ich jetzt streng monotypisch gearbeitet hätte, hätte ja auch die Schrift spiegelverkehrt sein müssen, zum Beispiel bei diesen beiden Schildern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Bildschirm jeweils gut erkennen kann, aber auf der Betrachterseits linken Seite steht halt echte Wegstrecke, auf der anderen Seite steht halt schlechte Wegstrecke. Ich glaube, in dem Fall ist die rechte Seite das Original gewesen und die linke Seite ist der Abdruck. Aber ich muss gestehen, dass ich das bei der Technik auch nur anhand der Originalblätter vage entscheiden kann. Zumal ich da auch teilweise das gewechselt habe während des Zeichnens, was ich bei Stereo später nicht gemacht habe. Also wenn wir mal das nächste Bild einblenden, da kann man das so ein bisschen sehen. Die sind eigentlich recht symmetrisch. Bei der rechten Seite gibt es aber noch zeichnerische Einsprengsel von anderen Monotypien und natürlich habe ich das in dem Fall durch die Einfärbung nochmal unterlaufen, diesen streng symmetrischen Aspekt. Also auf der rechten Seite ist dieses Camouflage-Muster verstärkt, auf der linken Seite ist der zeichnerische Aspekt dieser einzelnen Camouflage-Felder etwas stärker nuanciert. Und auch das kann gegenübergestellt werden wieder auf einer anderen Seite, also links und rechts ausgetauscht und ergibt dann tatsächlich auch eine andere Bilddynamik wieder. Genau. Na, ich hatte ja spontan erstmal diese Figuration für eine Giraffe gehalten, ehe du mich aufgeklärt hast, dass es sich um zwei Soldaten handelt, die miteinander kämpfen oder miteinander verschmelzen. Gibt also auch diesen surrealistischen Effekt dabei. Ja, die sind sozusagen in Gegnerschaft miteinander verschmolzen. Das ist jetzt natürlich inhaltlich keine große Erkenntnis der Weltgeschichte, aber visuell etwas, was mich da auch natürlich inhaltlich, aber auch primär visuell interessiert hat. Also diese Idee, die ja auch mit, also in dem Fall kann man, glaube ich, ganz schön sehen, dass die inhaltlichen Fragen eben auch ganz oft bei mir formale Fragen sind, weil natürlich Spiegelung gegen eine Überstellung, Gegensatzpaare und so weiter, das ist ja bei uns in unserem mehr oder weniger am Dichotomen, also am zweigleisigen gegenüberstellenden Denken orientiert, etabliert. Das taucht als Thema in den Arbeiten auch immer wieder auf. Also es ist eben nicht nur eine formale Frage, sondern oft eben auch inhaltlich bearbeitet. Ich würde zum Schluss gerne noch eine letzte Arbeit zeigen, in der du ein bestimmtes Zeichen variierst. Bitte sag uns noch kurz dazu etwas. Ja, das ist natürlich ein bekanntes Zeichen, das Herz, das meistens dann in so fast immer irgendwie verkitschten oder als verkitscht prononcierten, etablierten Kontexten benutzt wird. Und ich habe das gewählt, weil es mich interessiert hat, zu gucken, was ich mit diesem einfachen Symbol noch alles anstellen kann. Also es ist erstmal eine sehr spielerische Idee gewesen. Das ist tatsächlich die späteste Arbeit, was diese Symmetrieachsen angeht. Ist auch technisch anders entstanden. Es ist keine Monotypie, sondern eine Tuschezeichnung, wo ich zwei Blätter zusammengestellt habe, jeweils auf diesen zwei separaten Blättern eine Zeichnung angefertigt habe. Der Clou ist hier in diesem Sample, das ist also nur ein
Ausschnitt aus diesem Konvolut, kann man sehen, dass die Sachen, die zusammen gezeichnet sind, auch zusammen gezeigt werden. Aber es ist da natürlich auch möglich und in Ausstellungen auch intendiert, dass jeweils das linke Blatt des einen Herzens mit dem rechten Blatt eines anderen ausgetauscht werden kann. Und das funktioniert erstaunlich oft ganz gut und in manchen Fällen halt auch nicht, wie im richtigen Leben halt. Super, vielen Dank. Und dann würde ich gerne zum Schluss kommen. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken für deine Erzählung, für deine Erklärungen. Ich bedanke mich auch beim Publikum für die Aufmerksamkeit. Und ja, wünsche dir alles Gute. Bis bald. Vielen Dank, lieber Martin, und vielen Dank auch für die schöne Ausstellungsmöglichkeit an die Kunsthalle Bratislava natürlich auch. Okay. Also. Tschüss, bis dann.